Marc Friedrich ist Ökonom und Buchautor. Zusammen mit einem Kollegen hat er den Bestseller Der größte Raubzug der Geschichte geschrieben. Da geht es um die Auswüchse des Finanzmarktcrashs von 2008. Und das neueste Buch heißt Der Crash ist die Lösung. Herr Friedrich, welche Gefahr, es ist ja schon angeklungen gerade, droht denn uns von den Finanzmärkten? Die Politik wollte ja diese Finanzmärkte eigentlich nach den Erfahrungen von 2008 und folgenden Jahren bändigen. Ja, das ist leider nicht wirklich passiert. Seit 2008, Frau Lütsch hat schon richtig gesagt, wurde die Krise lediglich sozusagen in die Zukunft verschoben mit Milliarden und Billionen an Euros, mit Garantien und Sicherheiten. Aber die Ursachen, die wahren Ursachen, wurden nicht wirklich gelöst oder irgendwie angegangen. Ganz im Gegenteil, aus den Krisenverursachern wurden sogar die Krisengewinner, weil die Banken stehen besser da als je zuvor. Die haben sich mit dem billigen Geld der Notenbanken vollgesaugt, sind dadurch noch größer geworden, noch mächtiger geworden und vor allem noch systemrelevanter. Und das ist das magische Wort, Systemrelevanz. Weil damit haben sie lediglich ihr Erpressungspotenzial bei der nächsten Krise, die definitiv kommen wird, weil wir eine falsche Notenbankpolitik haben, haben sie ihr Erpressungspotenzial gegenüber uns Bürgern und dem Staat natürlich erhöht. Sie bieten ja jetzt schon eine Lösung an. Ich sagte schon, das zweite Buch, Der Crash ist die Lösung, sozusagen ein, wenn ich das richtig verstanden habe, eine herbeigeführte eine Art Sprengung des bisherigen Finanzsystems. Bei der Recherche für unser neues Buch haben wir einfach feststellen müssen, dass es im bestehenden System keine Lösung gibt und auch keine Lösung gewollt ist. Und die einzige Möglichkeit ist sozusagen, das System kontrolliert herunterzufahren. Weil wenn es eine Lösung geben würde, dann der hätte... Der Crash ist ja was anderes als herunterfahren, das klingt ja wie kontrollierte Sprengung. Wenn es eine Lösung geben würde, hätte uns die Politik die schon längst präsentiert. Aber die Banken sind immer noch außer Rand und Band. Die Sicherheiten sind enorm gestiegen. Wir reden jetzt schon von Billionen teilweise. Und die großen Banken machen das, was sie zuvor gemacht haben. Sie spekulieren. Und wir alle, wir Bürger, müssen dafür haften. Sie haben ja das kritisch analysiert. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Heute war ja Bankenunion das Thema im Bundestag. Also zum Beispiel die Bankenstresstests, die Sie auch angesprochen haben, Herr Kampeter, das ist ja eine Farce an sich. Ne? Die lagen ja eigentlich immer falsch. Und wir haben ja auch gesehen, die Troika zum Beispiel hat ja in Portugal 3 Jahre lang gehaust, hat die portugiesische Volkswirtschaft eigentlich zugrunde gerichtet und dann musste die Bank Espirito Santo trotzdem noch gerettet werden mit Steuergeldern und Milliardenhöhe. Das hat mit der europäischen Bankenaufsicht überhaupt ja, gar nichts weiß, zu tun, weiß, die, aber nur, der erst jetzt gerade implementiert wird, sondern Tatsache ist, dass wir ganz gezielt solche Fälle zukünftig eben nicht mehr von der nationalen Bankenaufsicht beobachten lassen, sondern durch den Wegfall nationaler nationaler Zurückhaltung und durch Europäisierung der Aufsicht ganz genau solche Fälle adressieren wollen. Sie haben recht, das war eine Sauerei, was da abgelaufen ist, aber es hat nichts damit zu tun, dass eine noch nicht existente europäische Bankenaufsicht da nicht hingeschaut hat, sondern im Gegenteil, es beweist die Notwendigkeit dessen, was Wolfgang Schäuble gemeinsam mit seinen Finanzministern und Partnern durchgesetzt hat. Ihre Worte in Gottes Ohren. Wenn es so sein sollte, würde ich mich wirklich freuen, nur der Glaube fehlt mir. Es ist einfach so, wir müssen es überlegen, wir alle sind der Staat und wenn ein Staat bankrott geht, dann geht nicht der Staat bankrott, sondern wir Bürger, weil wir sind der Staat. Und das andere, was wir uns einfach überlegen müssen, ist, wie finanziert sich ein Staat? Über die Steuereinnahmen auf der anderen Seite und über den Verkauf von Schulden, Staatsanleihen. Und wer kauft diese Staatsanleihen zu 99%? Das ist die Finanzbranche. Und Napoleon hat schon richtig gesagt, die Hand, die gibt, ist immer über der Hand, die nimmt. Also Sie können mir nicht erzählen, dass die Finanzlobby keinen Einfluss hat auf die Politik in Deutschland, in den USA oder in Europa. Moment, jetzt ist er. Ich möchte Ihre Frage beantworten. Frankreich hat durchaus das Potenzial, Deutschland anzustecken, als auch ganz Europa und den Euro sozusagen zu zerstören, muss man ganz ehrlich sagen. Und Frankreich ist sehr krank. Wir haben eine Industrieproduktion aktuell auf dem Stand von 1994. Damit kann der französische Staat aber seine aktuellen Schulden aus dem Jahr 2014 niemals begleichen. Das ist mathematisch unmöglich. Zudem möchte ich noch was sagen zu den volkswirtschaftlichen Eckdaten in den Krisenländern, wie Sie angesprochen haben. Wenn man sich die Qualität der Daten anschaut, da wird es mir als Ökonom leider wirklich schlecht. Weil zum Beispiel Portugal hat damals gesagt, ja, es geht aufwärts, die Arbeitslosenquoten gehen zurück. Wir haben uns die Mühe gemacht, mal diese Daten wirklich zu hinterfragen und anzuschauen. Natürlich gehen die Arbeitslosenquoten zurück, aber warum? Weil 176.000 Portugiesen unter 25 Jahren das Land verlassen haben, Richtung Brasilien, Richtung Angola, weil auch da wird Portugiesisch gesprochen. Und ein Land ohne Jugend ist ein Land ohne Zukunft. Bei 10 Millionen Portugiesen sind 176.000 Jugendliche enorm viel, weil da zahlt keiner in die Rente ein. Um das kurz zu sagen, es hält an. Also Portugal blutet wirklich kontinuierlich aus. Das Gleiche sind, wir haben Rekordarbeitslosenquoten bei den Jugendlichen, aber auch insgesamt in Italien, in Griechenland, in Spanien, da ist gar nichts besser. Irland ist vielleicht ein kleines Fünkchen Hoffnung zu sehen, aber wir glauben nicht, dass
daran, wenn man sich die volkswirtschaftlichen Eckdaten wirklich anschaut, dass es da eine Besserung gibt. Im Zinskonzept der EZB können diese Volkswirtschaften niemals gesunden. Das wird nicht funktionieren. Sie haben ja kritisiert, was da alles falsch läuft. Sehen Sie aber vielleicht auch, dass diese Reformagenda, das heißt Reformen, ist auch nötig bei uns aus demografischen Gründen. Absolut. Es gibt in anderen Ländern wirtschaftliche Schieflagen, das Missverhältnis zwischen Exporten und Importen, die veralteten Strukturen, riesige Bürokratien in manchen Ländern, die auch völlig uneffektiv sind. Aber muss man nicht auch, wenn man das von außen betrachtet, sehen, dass das eine Änderung oder eine wirkliche Reformpolitik politisch gar nicht durchsetzbar ist, weil die Bevölkerung es nicht will? Ja. Absolut. Die Politiker werden ja gewählt wegen Wahlversprechen, ne, die es nicht einhalten können oder die teuer finanziert werden. Und wir leben momentan in Deutschland von der Substanz, ganz klar. Die Infrastruktur zerbröckelt an allen Ecken und Enden, die Schulen gehen kaputt etc. pp. Und ich möchte noch mal eins zu sagen zum Grundfundament der EU oder des Euros. Da wurden ja am laufenden Band Gesetze gebrochen von oberster Stelle. Also Maastrichter Verträge haben Sie schon erwähnt, Lissabonner Vertrag. Und für mich als überzeugter Demokrat ist es ein Unding, da echauffiere ich mich auch, dass praktisch da Gesetze gebrochen werden. Und vor allem auch von Deutschland und Frankreich und dass da niemand irgendwie zur Haftung gezogen wird. Ne? Und deswegen ist für uns der Euro gescheitert. Wir haben jetzt eine Währung, die ist 13 Jahre jung, ne? Wurde aber schon mehrfach am offenen Herzen operiert, wurde reanimiert, wird künstlich am Leben erhalten und da würde Ihnen jeder Arzt bestätigen, das ist präfinal, alt wird der nicht, aber wir müssen ganz ehrlich sagen, der Euro eint momentan nicht Europa, der Euro zerstört Europa. Gut, das sind jetzt die Verteilungskämpfe, die sich jetzt hier nochmal da andeuten innerhalb Europas. Wenn das nicht gelöst wird, das Problem, und Europa nach wie vor, die Eurozone sozusagen in diesem Krisenmodus bleibt, dann sind wir auch weiterhin ein Beuteschema für die Finanzmärkte. Absolut. Da heißt es ja, den müsste man jetzt die Giftzähne ziehen, aber den Finanzmärkten, aber ist das wirklich so realistisch? Die agieren ja global. Die Eurozone ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Erdkugel. Wir reden bei den Finanzmärkten von High-Frequency Trading, das sind Millisekunden. Ich denke mal, die Politik, das wissen Sie alle, dort ein bisschen länger, bis da was beschlossen wird. Das heißt, Sie können mit einem Knopfdruck Millionen und Billionen sogar um die ganze Welt senden. Ich muss ja auch stärker regulieren gerade. Ja, aber die werden neue Kritik, Schlupflöcher finden, glauben Sie es mir. Also die sind sehr, sehr, sehr effektiv und kreativ. Wir müssen darum gehen. Nur nach Singapur gehen und auf die Cayman Islands. Zum Beispiel. Eurozonenländer. Also die werden alles Mögliche tun und die finden immer wieder Lücken. Und wie gesagt, die haben eine sehr starke Lobby, muss man ganz einfach sagen. Und ich möchte aber sagen, Deutschland hat sich diesen Exportweltmeistertitel teuer erkauft. Bei unserer Recherche mussten wir das feststellen, auf Kosten von 7,5 Millionen Menschen, die in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeiten. Das ist einer der größten Niedriglohnsektoren Europas. Das ist für mich als Deutscher eigentlich ein Skandal, dass wir auf den Schultern von diesen Menschen, die keine adäquate Altersvorsorge betreiben können, die irgendwann auch mal 65 oder 67 werden und in Rente kommen, dann eigentlich vor Altersarmut stehen. Und spätestens dann hat Deutschland ein enormes Problem. Und was ich auch sehr fragwürdig finde, ist, wir haben momentan eine große Koalition. Und wenn es nicht mal die schafft, strukturelle, tiefgreifende Veränderungen durchzusetzen, wie soll es dann auf Europaebene jemals klappen? No way. Es wird nicht funktionieren. Ganz kurz noch, wir sind gleich am Ende der Sendung. Drohen härtere Zeiten? Absolut. Absolut. Man kann nicht Schulden mit Schulden bezahlen. Es hat noch nie funktioniert, wird nicht funktionieren. Und die Krise wird immer wieder aufpoppen. Die wird uns noch oft begegnen. Sie haben ja gesagt, Crash, wie sieht das konkret aus? Wie muss man sich das vorstellen, was Sie hier als kontrollierte Sprengung bezeichnen? Der Knall 2008 war wohl nicht heftig genug. Und leider ist es in der Vergangenheit der Menschheit immer so gewesen, dass erst ein katastrophales Ereignis dafür sorgt, dass wirklich ein tiefgreifender Wandel herbeigeführt wird. Schönes Beispiel war zum Beispiel Fukushima. Auf einmal war die Energiewende unabhängig davon, ob die jetzt gut oder schlecht aber ist. Aber die Lernfähigkeit in Sachen Euro-Krise ist... Also die Energiewende hat nur in Deutschland statt. Ja, leider. Oder findet vielleicht in Deutschland statt. Also hat man so zumindest EU, aus der Finanzkrise aber nicht so gelernt. Genau, deswegen wahrscheinlich brauchen wir ein finanzielles Fukushima, wenn eine deutsche Bank umkippt oder also so. Das kann man sich jetzt nicht wünschen. Jetzt sind wir am Ende, aber zum Schluss kommen dann die skurrilsten Thesen. Nein. Frau Bundesrätin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gold-Initiative gibt uns die einmalige Chance, dass wir den Betrug vom Fiat-Money, also vom ungedeckten Papiergeld, endlich brechen und beenden können. Ja, der große Betrug unserer Zeit, der geschieht mit dem Geld. Zentralbanken, Geschäftsbanken und Regierungen spielen mit dem Eigentum der Bürger. Während sich die drei Parteien des neu gedruckten Geldes als Erstverwender ohne Abwehrwertung bedienen können, bekommt die Mehrheit der Bürger als Geprellte mit dem neu gedruckten Geld eine Abwertung zu spüren und muss diese schlucken. Wenn die Kaufkraft des Geldes jährlich um nur 2% nachlässt, weil immer mehr durch nicht gedecktes Geld in Umlauf kommt,
ist in 20 Jahren der Wert dieses Geldes halbiert. Das Aufblähen der Geldmenge ist bequem. Es handelt sich um eine unsichtbare Steuer, die sich fast unbeliebig erhöhen lässt. Eine einfache Überlegung hilft, diesen Trick zu durchschauen. Wenn die ganze Menschheit plötzlich von einem auf den anderen Tag doppelt so viel Geld hätte, wären sie dann reicher? Gäbe es mehr Wohlstand? Gäbe es mehr Arbeitsplätze? Nein, denn auch die Güter würden sich verdoppeln. Wenn hingegen, also der Preis der Güter, wenn hingegen der Staat plötzlich doppelt so viel Geld hätte von einem Tag auf den anderen, dann haben die Bürger weniger, weil der Wert des Geldes weniger ist. Was hier geschieht, ist nichts anderes als kaschierte Enteignung. Papiergeld war bis zum Ersten Weltkrieg durch nicht beliebig vermehrbare Edelmetalle gedeckt. Danach wurde diese Deckung verwässert, sonst hätten sich die Kriege des 20. Jahrhunderts gar nicht finanzieren lassen. Unter dem Goldstandard herrschte in den USA 136 Jahre Preisstabilität. Seit 1913 jedoch ist die Kaufkraft um unglaubliche 95% gesunken. In der Schweiz wurde die in der alten Bundesverfassung vorgeschriebene 40-prozentige Golddeckung des Frankens mit der Totalrevision aufgehoben, still und heimlich. Dabei machte genau dies den Franken stabil, sicher und unabhängig. Angebot und Nachfrage bestimmen nicht nur Güterpreise, sondern auch den Preis des Geldes, also die Kaufkraft. Je mehr davon angeboten wird, im Verhältnis zur vorhandenen Gütermenge, desto wertloser wird es. In den letzten 30 Jahren hat sich das Volumen der Güterproduktion in den Industrienationen verfünffacht, das Geldvolumen hingegen verfünfzigfacht. Roland Bader schreibt in einem Buch, das ich allen hier empfehle, das heißt Geldsozialismus, das am Markt entstandene Geld, also letztlich die Gold- und Silberwährungen, waren gesundes Geld, das uns vom staatlichen Gewaltmonopol verordnete, durch nichts gedeckte Papiergeld, das Fiat Money, ist krankes Geld, es ist Falschgeld. Und der US-Präsident Hoover hat eins gesagt, Papiergeld ermöglicht es den Politikern, die Ersparnisse der Bevölkerung durch Manipulation der Inflation und der Deflation zu konfiszieren. Wir haben Gold, weil wir den Regierungen nicht trauen können. In unserer direkten Demokratie in der Schweiz führt dies zu paradoxen Konstellationen. Wir lassen das Volk entscheiden über kleine Vorlagen, 50 Millionen Franken, 100 Millionen Franken. Es gibt einen Riesenaufschrei, das ist zu teuer. Und gleichzeitig weitet die Nationalbank die Geldmenge um hunderte Milliarden aus. Es gibt keine Debatte und es gibt keine Volksabstimmung. Die wenigen, die diese Mechanismen seit langem kritisieren und auch die aktuelle Krise präzise voraussagten, waren unabhängige, von der österreichischen Schule geprägte Ökonomen. Doch sie werden kaum gehört. Denn ein echter, unparteiischer Liberalismus lässt eben genau nicht die Mächtigsten und die Finanzkräftigsten profitieren, die staatliche Regulierungen in ihrem eigenen Interesse wollen, sondern den einfachen Mann und die einfache Frau. Der echte Liberalismus ist keine Bewegung für das Großkapital, sondern für den Mittelstand, für selbstständiger Werdende, für den Leistungsbereiten und für die Ehrlichen. Die Goldinitiative verhindert, dass einfach neues Geld gedruckt werden kann. Und sie stellt sicher, dass in der Bilanz neben Papiergeld auch noch echte Realwerte vorhanden sind. Deficit Spending ist eine Methode der Enteignung. Gold steht diesem hinterhältigen Vorgang im Weg. Es steht als Beschützer der Eigentumsrechte. Wenn man das begriffen hat, so hat man keine Schwierigkeiten mehr, die Feindschaft der Planwirtschaftler gegen den Goldstandard zu verstehen und der Goldinitiative zuzustimmen. La parole est à Madame Kinnernellen, prochain orateur Monsieur Reimann Maximilian.